Der Grund ist, dass ich mir immer ein Bild vor Ort mache, bei den verschiedenen Tafeln, die in den besonderen Situationen, in denen sie gerade sich befinden, einfach zu wissen, was tun sie, wie machen sie das. Und Nürnberg ist natürlich eine besondere Tafel, weil die eine hohe Anzahl von Geflüchteten unterstützen mit Lebensmitteln. Und deshalb bin ich heute vor Ort. Also es geht nicht um Probleme, sondern es geht darum, mit den Kollegen im Gespräch zu sein, rauszufinden, was sind die Herausforderungen. Eine hohe Zahl von Geflüchteten, aber eben halt auch Menschen, die von Lebensmittelpreiserhöhungen und auch von Energiekosten geplagt sind, die auch zu den Tafeln kommen und da mit den Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen, wie sie diese Herausforderungen meistern. Indem man Menschen mit Lebensmitteln unterstützt, aber gleichzeitig den Staat auch auffordert, seine Hausaufgaben zu machen. Die Versorgung von Menschen ist Grundaufgabe des Staates, nicht Aufgabe der Tafeln oder einer Ehrenamtsbewegung. Die Aufgabe des Staates ist, Menschen mit einer Grundvorsorge zu unterstützen. Dass man dieses Thema immer wieder bespricht, mit jeder Tafel, die wir geöffnet haben, mit fast 1000, zeigt man dieses Problem auf. Und die Gesellschaft, Sie und ich, können ja dazu beitragen, dass diese Themen auch weiter auf der Agenda sind. Wir uns nicht nur demonstrieren für Freiheit im Sinne der Corona-Maßnahmen, sondern dass wir uns für die Menschen einsetzen, die in Not sind. Und das sind Menschen, die von Armut und bedroht und betroffen sind, Alleinerziehende, kinderreiche Familie, Rentnerinnen und Rentner. Und das ist unsere Aufgabe, als Gesellschaft wach zu werden und diese Menschen zu unterstützen.